Schere, Stein, Papier. Ich bin Moritz, ich bin fachverantwortlich für Anlage- und Apparatenbau in der Schindler Berufsbildung. Ich bin André, bin im ersten Lehrjahr als Anlage- und Apparatenbauer und bin auch bei der Schindler Berufsbildung. Was war dein erster Eindruck, den du von mir gehabt hast? Der erste Eindruck von dir war eigentlich sehr positiv. Du warst sehr nett zu mir. Du warst offen für Fragen, respektvoll. Und ja, also eigentlich sehr gut. Und was war dein erster Eindruck von mir? Sehr scheuer junger Mann, der aber ja, wirklich das super gemacht hat, handwerklich gut war, auch schulisch, sehr clever und sehr anständig war. Darum haben wir auch mit dir weitergehen. Hat doch nicht ich allein entschieden. Nein, ist gut. Hast du etwas Lustiges von unserer ersten Begegnung? Ist noch schwierig. Sicher noch interessant oder lustig war, dass du sehr nervös warst, wo du hergekommen bist. Und wie sich nachher die ganze Nervosität geleitet hat und irgendwann auch ein bisschen verreden und ja, halt einfach auch von normal werden, wie wir uns das gewöhnt sind. Hast du irgendein spezielles Erlebnis von der ersten Begegnung von mir? Also wirklich lustig war es jetzt nicht, weil es ist ja ein Schnupperlehr war und ich habe dort auch probiert, ein bisschen ernst zu bleiben. Warum hast du dich für mich entschieden? Weil für mich das Gesamtpäckchen gestimmt hat, sowohl von der Innerwert oder von dem Wert her vom Benehmen, vom Anstand, vom Einsatz und einfach auch vom Fachlevel, das super gemacht hast. Inwiefern hat dich Justi beeinflusst, dass du die Lehre angenommen hast? Justi hat mir sehr bei der Entscheidung geholfen. Durch die Webseite, dort war eigentlich alles sehr gut aufgelistet. Und ich habe auf YouTube so Berufsvideos gesehen, wo auch der Beruf erklärt wird und alles. Und ja, durch Justi bin ich auch eigentlich auf Schindler gestoßen. Gibt es etwas Typisches von mir, das mich zum Beispiel nachmachen kannst? Sachen, die ich immer ja, klassisch mache? Also es ist eine Sache, immer wenn du überlegst, machst du immer so. Also so als Kinnlänge und so ein bisschen so streicheln, so mäßig. Ja. Hast du etwas bei mir, wo du mich irgendwie nachmachen könntest? Oder? Geh mal brüllen. Du, Moritz, hast du echt noch Arbeit für mich? Ja. Wenn du beim Arbeiten etwas an mir könntest ändern, was wäre das? Wahrscheinlich die Turnung am Arbeitsplatz. Aber dort dürfen wir manchmal schon noch ein Schrittchen früher machen. Gibt es etwas, was du gerne hättest, dass ich es besser machen würde? Oder was ich verbessern kann? Also ich finde, genau so wie es jetzt ist eigentlich perfekt. Ja, also. was macht ihr, um Schüler und Schülerinnen zu überzeugen, hier eine Lehre zu machen? Ja, es sind verschiedene Sachen. Ich glaube, sicher wichtig ist, dass wir Berufe zusammenfassen können, in Videos, mit Fotos und mit Zusammenfassungen. Was wird erwartet vom Lehrling und was erwartet dich? Gibt es bei mir etwas, das ich ändern könnte, damit ich noch besser werde in meiner Lehre? Ja, halt. Arbeiten, Erfahrungen sammeln, auch Fehler machen, aus den Fehlern lernen. Nicht jeden Fehler selber machen. Man darf auch diesem zuschauen, wenn er einen Fehler macht und auch das richtig machen. Beziehungsweise ja, einfach vorweg Erfahrungen sammeln und umsetzen. Und halt manchmal probieren, sicher nie aufgeben und immer motiviert bleiben. André, wie froh bist du, mich als Berufsbildner zu haben? Sehr froh. Du gibst uns viel Freiraum. Wir können vieles machen. Aber ich kann mit dir ganz normal und locker auch über andere Themen reden. Und ja, das finde ich eigentlich sehr cool an dir. Gibt es etwas, was du mir eigentlich schon immer sagen wolltest? Ja, lass dich nicht runterziehen oder bremsen, sei es von Nebenstiften oder Oberstiften. Man muss nicht ein fauler Sack sein, nur weil es diese machen. Also bleib dran und ja, bleib so motiviert, wie du bist und lass dich nicht bremsen. Das wäre doch jetzt die ultimative Chance, etwas zu beichten, das du kaputt gemacht hast. Ja, also ich. Nein, ich habe noch nie etwas kaputt gemacht. Das klingt auch sehr glaubwürdig. Was macht für dich ein perfekter Match aus? Also man sollte auf jeden Fall respektvoll sein, im anderen Verständnis zeigen, falls ihm etwas nicht gut ist. Man sollte es aber auch zusammen lustig haben und den anderen auch wertschätzen. Ich würde sagen, wir zwei sind der perfekte Match.
Ja, ich denke schon, ja. Was denkst du? Absolut, ja.